geht hier vor? Bei dem Ahn. Sehr gut, Wächter. Ihr kam zur rechten Zeit. In Zeiten der Verzweiflung neigen die Leute zu seltsamen Handlungsweisen. Ja, das merke ich. Kann ich jetzt da hinten durch? Nee, ist eine andere königliche Wache. Okay. Hm. Habt ihr noch was zu sagen? Nochmals danke, Wächter. Ja, bitte. Ich habe zwar keine Ahnung, was hier abgeht. Warum da einfach irgendwelche Diebe daherkommen, aber hey. So, Liliana. Ein Liebesbrief. Ein Schreiben reicher Verliebter. Toll. Aha. Sogar tatsächlich was zum Durchlesen. Aber werde ich nicht tun. Weil ich habe ja nach wie vor Probleme, irgendwie das aufgrund des Hintergrunds, vielleicht auch aufgrund der Schriftfarbe, vielleicht auch aufgrund des Kursiven. Ich habe keine Ahnung. Bei diesem Text habe ich wirklich extreme Probleme, überhaupt da irgendwie was zu lesen. Was ist das? Viele von König Anduins Besitztümern wurden eilig eingelagert, darunter auch Trophäen seiner langen Herrschaft. Und in den Kisten ist auch ein kleines Glasphylakterion. Der Bereich ist unnatürlich kalt, dunkle Schatten wirbeln um ein Stück Papier in dem Fläschchen. Fläschchen in Ruhe lassen, erstmal. Wir speichern. So. Und dann nehmen wir das mal mit, vielleicht. Das Glas zerbricht, als du es berührst. Warum haben wir jetzt hier einen Dämon? Also besser gesagt einen Untoten. Was geht hier ab? Warum macht man sowas? Ich habe keine Ahnung. Was? Morrigan tot? Och Gott, der macht ja Schaden. Der macht ja Schaden. Das habe ich nicht beachtet. Das habe ich gar nicht beachtet. Oh Gott. Einmal. Und nochmal. So. Todeswurzelextrakt benutzt. Jetzt noch irgendwie überleben. Das wäre super. Das wäre voll toll. Oh Gott, was macht der denn für ein Damage? Ist alles andere als cool. Stunden später. Er macht gut Schaden. Also der Gegner, nicht ich. Und wir treffen zu wenig. Aber in ein paar Stunden haben wir den Gegner tot. Hoffe ich. Glaube ich. So, warte. Jetzt haben wir's. Hast du fein gemacht. Ganz fein. Da kriegen wir den Papierfetzen. Ja, super. Aber... schwarzem Fläschchen, was? Den zweiten Leichenwandler binden. Vertrieben aus deinem Wirt mögst du auf sterblichen Grund kein Heim mehr finden. Gebunden durch deinen wahren Namen, so wie wir es uns geschworen haben. Netames Bigal, Wiedergängerin und Perversion einer braven Tochter. Nie mehr wirst du den Schleier verletzen oder fliehen, das Nichts erreichen. Möge Andraste dich halten, Dämon, und deinen Zorn auf ewig binden. 6 Daumenabdrücke im Blut markieren das Ende des Textes. Was für mächtige Magie haben die denn hier? Ich dachte, Zwerge können keine Magie benutzen. Hm. Sehr merkwürdig. Was haben wir denn hier? Den Thronsaal. Ohne jemanden, der hier sitzt. Aber auch keine Wachen. Das heißt, hier könnte man sich jetzt einfach unrechtmäßig auf den Thron setzen und König sein. Und niemand würde etwas dagegen tun. Das finde ich etwas bedenklich. Hm. Nun gut. Also hier ist jetzt halt gerade nicht so viel zu tun. Noch nicht.
Was vielleicht sich irgendwann ändern wird oder so. Ich weiß es nicht. Wo geht's dahin? Kammer der Versammlung. Nur mal gucken. Da haben wir jemanden. Guten Tag, Vartag. Willkommen, Wächter. Es ist für Orsamar stets ein Segen, euren Orden zu empfangen. Ich bin Vortek Gevorn, oberster Berater des edlen Prinzen Belen. Was bringt ihr für Neuigkeiten? Dieser Vertrag verpflichtet Orsamar dazu, Truppen an die Oberfläche zu entsenden. Ah, alte Dokumente in der Tat. Sie wurden während der Regentschaft von König und Paragon Aesna Bimo unterzeichnet. Das war vor 16 Generationen. Das Problem ist nur, dass diese Verpflichtung ausschließlich für unseren König gilt. Und so etwas haben wir im Moment leider nicht. Könnte ich irgendwie behilflich sein? Mein Prinz ist der rechtmäßige König, aber enttäuschend viele Lords unterstützen den Thronanspruch des Emporkömmlings Harrowmont. Wenn ihr Prinz Belen unterstützt, könnte er euch bei euren Wünschen vielleicht behilflich sein. Kann ich mit Prinz Belen sprechen? Harrowmont versteckt sich hinter seinem guten Ruf, schickt aber Spione und Meuchelmörder. Belen weiß nicht, wem er vertrauen kann. Es ist für Belen wie ein Messerstich ins Herz, dass so viele Männer seines Vaters zu dem Thronräuber halten. Ich dachte, König Anduin selbst hätte Harrowmont gewollt. Das schmerzt am meisten. Harrowmont hat den Wahn des sterbenden Königs ausgenutzt, um derlei Beschuldigungen gegen den eigenen Sohn zu streuen. Nun versteht ihr vielleicht, warum Belen den Worten eines Fremden nicht einfach trauen kann. Wie angesehen er auch sein mag. Ich kann mir vorstellen, dass alle beide irgendwie Trick am Stecken haben. Was muss ich tun, um meine Absichten zu beweisen? Harrowmont ist sich in Bestechung und Nötigung ergangen, damit jedes Haus in seinem Sinne handelt. Aber wenn eine neutrale, fremde Partei an einige wichtige Mitglieder herantrete mit unverrückbaren Beweisen über Harrowmonts Betrug, mein Prinz würde sich dann bestimmt dankbar erweisen. Sagt mir einfach, wo ich hin soll. Harrowmont hat dasselbe Stück Land zwei verschiedenen Dashiers versprochen, Lady Dace und Lord Helmy. Harrowmont kann das Land nicht beiden geben, aber das werden sie erst nach der Wahl herausfinden. Ich habe Kopien der Schuldscheine, die Harrowmont den beiden gegeben hat. Wenn sie sie gesehen haben, überdenken sie vielleicht ihre Wahlentscheidung. Gut, dann gehe ich mal zu denen. Lady Dace verlässt ihre Gemächer nur selten. Aber Lord Helmy ist abenteuerlustig und oft in der Schenke anzutreffen. Ja, den haben wir schon gesehen. Lady Dace haben wir, glaube ich, auch gesehen. Aber sagt ihnen nicht, dass ihr die Papiere von mir habt. Ihr habt davon erfahren und eigene Rückschlüsse gezogen. Ich finde das hier alles sehr merkwürdig. Die Versammlung tagt gerade. Wenn ihr leise seid, könnt ihr hinein und zusehen. Okay. Euer Verstand muss zu Staub zerfallen sein, wenn ihr glaubt, dass wir das zulassen. Die Hälfte der Häuser fiele ohne den Handel mit der Oberfläche dem Ruin anheim. Der Vorschlag gilt nur so lange, bis gewährleistet ist, dass die Oberflächler uns respektieren. Damit ihr bequem die ganzen Verträge übernehmen könnt, eher pflanzt sich euren Kopf auf eine Speerspitze. Dashiers, Lords und Ladies der Versammlung, ich habe zur Vermeidung von Gewalt bereits die Wachen verdoppelt. Reicht das immer noch nicht? Seneschall Bendelor, Belens Anhänger fesseln uns die Hände mit Banalitäten. Wir könnten ebenso den Stein abtragen und den Himmel hereinlassen. Ich schlage vor, wir stimmen ab. Und ich schlage vor, dass ihr Bekanntschaft macht mit meinem Familienstreitkolben. Genug! Die Versammlung vertagt sich, bis die Mitglieder sich wieder beruhigt haben. Was ist da los? Bei allen vom Stein verlassenen Narren und Staubfressern. Tut mir leid, das ist die Versammlung der Clans. Nur Dashiers und Staatsgäste haben Zutritt. Erkennt er einen grauen Wächter nicht? Verzeiht, ich bin müde und habe die Nachricht der Torwache völlig vergessen. Willkommen in Orsamar, Wächter.
Ich hoffe, ihr überseht die Unruhen hier. Der Verlust unseres Königs hat uns schwer getroffen. Doch trotz allem Respekt für eure Position wird man euch erst anhören, wenn auf dem Thron wieder ein König sitzt. Okay. Lässt sich dieser Stillstand nicht irgendwie aufheben? Ja, wenn wir einen König haben. Und wer hat die Befugnis, mir zu helfen? Ich gebe zu, Wächter, da bin ich selbst ratlos. Es liegt an Prinz Belen und Lord Harrowmont und in diesen unsicheren Zeiten sind beide sehr misstrauisch. Ich wünschte, ich hätte mehr für euch tun können. Hm. Also niemand, der mir derzeit hier helfen kann. Es ist... Weißt du, die Welt steht vom Untergang, weißt du? Auch Zwerge sind wahrscheinlich dann davon betroffen. Die Verderbnis wird auch die Zwerge wieder heimsuchen, so wie es das bereits einst tat. Wie wir im Intro damals gesehen haben. Und dann so was. Die Halle der Bewahrung. Hier können wir doch was über die Zwerge lernen, ne? Die! Wer wagt es, die Erinnerungen zu bestehlen? Was ist los? Wächter, ich bin entsetzt. Ein Dieb in der Halle der Bewahrung. Nein! Wie tief sind wir gesunken? Ja, ziemlich. Habt ihr ihn gesehen? Ja, er hatte eine Glatze und trug ein gar schreckliches Zeichen auf dem Kopf. Fast so, als wäre er stolz darauf, kastenlos zu sein. Stelle sich nur vor. Er ist jetzt sicher irgendwo in der Stadt des Staubs. Als würde er dort einen Käufer für das gestohlene Buch finden. Die kennen doch seinen Wert gar nicht. Okay. Vielleicht hier dieser Möchtegern-Händler da. Orta. Oh, Verzeihung. Sucht ihr etwas Bestimmtes? Nicht, dass ich wirklich helfen könnte. Ich kenne die Bibliotheken selbst nicht sehr gut. Ich stelle nur einige Nachforschungen an. Was für Nachforschungen? Ich suche eigentlich etwas über den Ortenteig. Wir haben ihn während der letzten Verderbnis verloren und es gibt darüber kaum noch Unterlagen. Orten war ein altes Adelshaus, das von dem Paragon Orten abstammte, der das große Epos von den sieben Brüdern und die Ortanische Symphonie komponiert hat. Die Familie meiner Mutter glaubt, dass wir von Kelana Orten abstammen, die gerade in Orsama ausgebildet wurde, als der Teig fiel. Ich wurde sogar nach dem Haus benannt. Orta. Unglücklicherweise lägen alle Unterlagen in den Ruinen des Teigs. Irgendwo in den tiefen Wegen. Mhm. Ich bin ein grauer Wächter und fürchte die tiefen Wege nicht. Ein grauer Wächter? Mutter sagte immer, wenn jemand den Teig finden kann, dann sind es die Wächter. Den Keksteig. Sowohl Prinz Belen als auch Lord Harrowmont hätten kürzlich kleine Gruppen hinausgeschickt. Ja, wenn ihr den Teig findet und dort irgendwelche Unterlagen, sollte das ausreichen, um zu beweisen, dass ich eine Adlige bin. Wenn das ginge, wenn ihr danach suchen würdet, das wäre zu schön. Okay. Und wer bist du, der Bewahrer? Als ich diese Halle das letzte Mal durchschritt, war Andrin König und Orsamar lebte in Frieden. Die Erinnerungen berichten oft davon, wie schnell Veränderungen über uns hereinbrechen. Aber sie mitzuerleben, ist etwas anderes. Entschuldigung, Wächter. Ich sollte einen Fremden nicht mit solchen Gedanken belasten. Ich bin Sibor, der Bewahrer der Erinnerungen. Woher wisst ihr, wer ich bin? Der Besuch des Grauen Wächters ist in den Erinnerungen verzeichnet. Ebenso wie alle eure Gefährten. Aha. Würdet ihr euch aber diese Papiere ansehen? Das sind Zusagen für Harrowmont-Ländereien. Aber die Halle der Bewahrung hat diese Verträge nicht abgesegnet. Aha. Woher habt ihr sie? Aha. Vartek Gevon hat sie mir gegeben. Hat er diese Fälschungen angefertigt? Das ist ein schweres Verbrechen. Ich werde die Ländereienverwaltung umgehend zu einer Untersuchung der Gevorns anhalten. Das sind Fälschungen? Nicht zur Gänze. Es gab zwei solche Zusagen, aber die Bedingungen unterschieden sich erheblich von den hier aufgeführten. Der Fälscher hat Daten und Orte geändert, sodass die Vereinbarungen jetzt identisch zu sein scheinen. Danke, ich muss mit jemandem sprechen. Ihr kommt von außerhalb, Wächter, aber ihr steht nicht außerhalb des Gesetzes. Gefährdet ja nicht die Stabilität von Orsama.